Ah, einverstanden. Hallo, guten Morgen, Daniel. Grüß dich. Schön, dich zu sehen. Licht, Technik, Audio, Sound scheint zu funktionieren. Ganz kurz auch hier Hallo an unsere Zuschauer, die jetzt hier dabei sind. Manche kennen mich. Ich bin die Friederike vom Ibiza Kurier, die deutsche Lokalzeitung für Ibiza und Formentera, die auch aufgrund unserer kosmopolitischen Zusammensetzung hier der Menschen, die hier leben, oder hierher kommen, auch sehr viel über den Tellerrand hinausschauen und mit vielen interessanten Menschen zu tun haben und über die auch berichten in der Zeitung, die viele von Ihnen natürlich kennen, aber auch hier jetzt seit Corona auf unserem YouTube-Kanal, wo wir einfach ein bisschen über das klassische Lokalzeitungsformat hinausgewachsen sind und das sich aber alles auch wunderbar ergänzt. Und was uns auch ermöglicht, wie jetzt an dieser Stelle mal ein Interview zu führen mit einem Interviewpartner, der jetzt nicht vor Ort auf Ibiza ist. Und ja, heute deswegen hier erstmal hallo Daniel. Daniel ist Schweizer, lebt in Deutschland seit einiger Zeit, ist gelernter Betriebswirt, hat sich dann aber aus persönlichen Umständen in seiner Biografie beruflich umorientiert, weiterentwickelt, ich hoffe, es ist richtig, in den Gesundheitsbereich hinein, hat da sehr viele Schulungen und Ausbildungen auch genossen und verknüpft jetzt mit seiner aktuellen Tätigkeit beides, also das kaufmännisch-betriebswirtschaftliche als Betreiber eines Online-Shops und aber auch eben halt in der Lehre, in der Weiterbildung, in der Fortbildung, im Coaching sehr aktiv ist. Und vielleicht, ja, lieber Daniel Schwanger, Schwander, Entschuldigung, Schwander. Schön. Wir werden dann auch deine Web-Infos und so weiter nachher unten im Video verlinken. Unser Thema heute ist Earthing. Das ist ein englischer Begriff und ich als ja, klassische Journalistin habe es noch gelernt, dass in Texten Fremdworte so weit wie möglich vermieden werden müssen, um den Menschen nicht weiter zu verwirren oder die Fremdworte müssen erklärt werden. Wir haben es mit Earthing zu tun. Auf Deutsch übersetzt bedeutet es Erdung, sich erden. Es gibt aber keinen Fachbegriff. Und ich weiß auch nicht, ob Earthing jetzt ein Fachbegriff im medizinisch-gesundheitlichen Bereich ist. Ich glaube, es ist es geworden, weil es sich doch sehr stark durchgesetzt hat in den letzten Jahren. Ist immer mehr zu diesem Thema erschienen, auch von sehr vielen renommierten Forschern, Wissenschaftlern und Naturheilkundigen, die diesen Begriff, sagen wir mal, jetzt mal zementiert haben oder definiert haben. Deshalb würde ich jetzt auch in unserem Interview oder hier in der Geschichte auch beim Wort Earthing bleiben. Und ja, ich habe im Rahmen meiner Recherchen für ein paar Artikel, die ich für den Ibiza Kurier gemacht habe, bin ich darauf gestoßen, dass eben die Erde und die Strahlung der Erde, sowohl die Strahlung auch aus den himmlischen Gefilden, von der Sonne ganz speziell, aber auch von allem anderen, was da sich befindet, auch sehr großen Einfluss hat auf den menschlichen Körper. Wir haben viel berichtet über das Licht, wie wichtig das Licht ist, warum zum Beispiel Sonnenbrillen auch schädlich sind manchmal, weil wenn man ständig Sonnenbrille trägt, der Körper nicht die Information bekommt, hey, da scheint ja die Sonne, sich dementsprechend die Haut nicht vorbereitet auf UV-Strahlung. Dadurch die UV-Strahlung ungehindert natürlich auch Schäden verursachen kann und man nachher Hautkrebs hat und es dann aber wieder heißt, du musst mehr Sonnenbrille tragen. Dabei wurde einfach nur die Vitamin D-Produktion hier gedrosselt. Das sind also Themen, wo ich mich schon immer gerne beschäftigt habe, wie denn das Licht oder mehr Wasser auf den Körper einwirkt. Also ganz, ganz essentielle Dinge, die unser Leben umgeben und mit denen wir ja seit Menschheitsgedenken auch umgeben sind. Und da habe ich mir heute eben einen ganz tollen Interviewpartner rausgesucht und auch freue mich, dass es klappt mit unserem Gespräch über die 2000 Kilometer, die uns trennen oder so ähnlich, plus minus hinweg. Und zurück zum Thema, ja, zum eigentlichen Thema. Also Daniel, stell dich bitte auch ganz, ganz kurz vor, wie du zu dem Thema Earthing gekommen bist. Und zwar hatte das, glaube ich, auch mit persönlichen Beschwerden, die du hattest, körperlichen Beschwerden zu tun. Und wie bist du da vorgegangen? Wie bist du da dann drauf gekommen, dass die Spannung im Körper irgendwas nicht gestimmt hat? Wie hast du das dann festgestellt? Ja, vielen Dank, Friederike. Liebe Grüße auch von hier, vom Bodensee, nach Ibiza. Ich hoffe, dass ich dann baldmöglichst auch mal vor Ort sein darf, weil ja oft in der Nähe auch Geschäftspartner besuche da unten.
Ja, wunderbar. Ein riesen Blumenstrauß an Einleitung von wunderbaren Themen, die mir alle aus dem Herzen sprechen. Der Grund, warum mich Earthing irgendwann oder mir in mein Leben geschenkt wurde, muss ich fast sagen, weil ich bin schon jetzt seit 12 Jahren ungefähr Therapeut und bin, wie du das in der Einleitung schon gesagt hast, nicht von Grund auf im therapeutischen Wesen unterwegs gewesen, sondern wurde durch Schicksalsschläge aus der Familie eigentlich auf den Weg gebracht, meine eigene Funktionalität näher kennenzulernen. Und in diesem Kennenlernen habe ich festgestellt, dass ich höchstgradig elektrosensitiv bin. Was bedeutet das, elektrosensitiv? Das heißt, ich habe herausgefunden oder wurde mir erzählt, dass durch unseren Körper nicht nur Licht oder Wasser oder Nährstoffe fließen und verstoffwechselt werden, sondern auch Mikrostrom, Stromflüsse. Das kennt man aus dem asiatischen Raum relativ gut, schon seit vielen, vielen Jahren. Es gibt auch Erzählungen, dass. Moment, im asiatischen Raum heißt es, gibt es viele elektrosensitive Menschen? Nein, dass man das kennt, dass man mit Ah, das Mikrostrom Phänomen. arbeiten kann. Aber Genau. nochmal kurz zurück, bevor wir das Phänomen erklären. Wie hat sich das bei dir spürbar gemacht? Wie hast du da gelitten oder welche Wahrnehmung hattest du an deinem Körper, dass da was nicht stimmt? Ja, für mich war es zum Beispiel, wenn ich morgens aufgestanden bin, dass ich Mühe hatte, aus dem Bett zu kommen. Und ich aber für mich dachte, dass ich mich sehr gesund ernähre als Ernährungsberater oder dass ich auch meine Beziehungen optimal kreiere oder dass Also ich in Balance eigentlich lebst. genau in einer Life Balance unterwegs sei. Und das war überhaupt nicht der Fall, weil ich habe dann festgestellt über Messungen, dass ich wie entkoppelt bin von der Erde. Und ich hatte einen spirituellen Weg, kannte dieses Erden aus der Spiritualität, also ein geistiges, mentales. In der Meditation, wo man sich erstmal verbindet Genau. mit. Genau. Und habe gedacht, das sei es. Das muss ja eigentlich genügen, weil ich mich schon erlebt habe, eher als luftiger Mensch. Und habe dann aber festgestellt, auch durch eine physische Erdung, ich erkläre das nachher gleich, und durch Messungen, dass ich mit einer Spannung von bis zu 12 Volt auf meiner Haut unterwegs war. Also es hat sich dann vielleicht so dargestellt, dass ich gearbeitet habe in meinem Office, an meinem Wie Computer. viel Volt sollte der Körper sonst haben? Null. Null. Geerdet. Keine Spannung, außer in dem extra- oder intrazellulären Raum, dann sind das bei minus 70 Millivolt. Also das ist bei weitem nicht messbar, Nicht auf der außer Haut darf in der keine Luft. Spannung bestehen. Also wir sind ja kein Elektrogerät jetzt oder so, oder wir sind ja organische Masse. Also es ist eigentlich logisch, wo soll denn da auch eine Spannung? Okay, aber du hattest damals im Vorgespräch gesagt, dass du mit den Händen Schwierigkeiten hattest oder Spannungen da zu spüren waren oder? Nee, auf dem ganzen Körper eigentlich. Also diese Spannungen waren überall zu spüren und auch im Umgang mit den Menschen. Da habe ich es vor allem am ersten gemerkt. Zum Ah. Beispiel, meine Frau stand in der Küche, war schön geerdet, weil sie gerade im Garten gearbeitet hatte. Und ich kam runter mit 12 Volt. Dann hat es geknallt. Und wir haben nicht verstanden, warum es geknallt hat. Aber das war so, dieses Differential von Spannung und völlig relaxed sein, hat dann auch zu Beziehungsproblemen geführt. Und das war für mich so Motiv, da weiter zu forschen, was passiert da eigentlich? Das heißt, deine Spannung hat sich auf bei ihr entladen. Genau. Genau. Und zwar im wahrsten Sinne, wie wir das so kennen in Beziehungen. Hoffen, hatte sie da Verständnis dafür, als es dann irgendwann klar war, woher das kommt? Ich denke, viele Paare sind so ähnlich. Da knallt es manchmal einfach so, ob man so, wo man sonst sich ja liebt und in Harmonie ist und sich gut versteht. Und dann knallt es manchmal so dermaßen, kann. Okay, erzähl weiter. Nein, wir hatten dazu mal kein Verständnis, sondern wir konnten uns das eben genau nicht erklären. Das ist da genau der Punkt. Und darum habe ich dann die Forschungen weiter betrieben, um herauszufinden, was ist da los. Ich habe dann jemanden kennengelernt in der Schweiz, der heute auch Earthing-Produkte in die Schweiz importiert, von Amerikas, weil Clint Ober, der die ganze Entwicklung gemacht hat rund um Earthing, das physikalische Erden, ich erkläre das gleich, ist eine andere Form, um eben diese Spannungen ableiten zu können. Die So Forschungen haben. meditieren, visualisieren etc. reicht nicht.
Nein, leider mehr rein nicht. mental erben, wie wir das kennen, wie du sagst, aus der Spiritualität, da gibt es ja das Prinzip des Sich-Erbens. Das ist was anderes, das ist also wirklich physikalisch dann. Genau, weil diese Meditation, das geht auf emotionalen, mentalen Körper. Also das hilft uns ungemein, finde ich auch sehr, sehr wertvoll. Also das mache ich täglich und führt auch zu innerer Ruhe auf den emotionalen Körper. Aber auf dem physischen Körper habe ich weiterhin diese Spannungsfelder. Und das irritiert auch viele Menschen, die viel zum Beispiel meditieren, dass sie dann doch nicht gesund sind. Ich habe doch meditiert. Ich bin doch bei mir. Klar, es Und gibt so viele Leute, die machen, wie du sagst, machen alles: gesunde Ernährung, Bewegung, mental-emotionale Entspannungen. Und trotzdem sind sie wie auf, ja, wie wenn man so Hummeln im Hintern hat die ganze Zeit und unruhig ist. Und manche dann auch sehr plötzlich jetzt in letzter Zeit, wenn die Belastungen gestiegen sind, sehr schnell hysterisch werden oder ausflippen. Und dann man sich denkt: Mein Gott, hat man mein Müsli nicht, hat das nicht gestimmt heute Morgen? Ja, oder man wundert sich tatsächlich über sich selbst oder sind es die Hormone vielleicht? Aber dass dieses physikalische Prinzip der Erdung da auch mal jetzt mit in Betracht gezogen werden darf, ja, das finde ich halt wirklich sehr, sehr spannend, weil viele haben auch Atmung nicht so sehr auf dem Schirm, Ernährung, Bewegung etc. Aber wie wichtig die Atmung ist und aber vor allem die Erdung. Und warum sind wir denn heute nicht mehr so geerdet? Warum ist der Mensch denn so entkoppelt von seinem? Ich kriege jetzt ganz viel Licht ich vom mag, ich mag mal kurz was dazwischen reden, Sonnenlicht. weil ich mag das mal kurz zeigen, wie diese Spannung aussieht. Gell? Und dann erkläre ich dir gleich, wieso dass das überhaupt entsteht. Ja? Ist das okay? Also ich habe hier so einen Voltameter, der misst Volt Spannung. Man kann den einstellen, das kann man überall herkaufen. Ja? Der misst zum Beispiel Spannung. Ich mache jetzt das gleich. Ich habe hier hab ich eine Steckdose Also in der das hast du auch gemacht, dann einfach mal so aus einer Inspiration, so gedacht, ich messe mich jetzt mal mit so einem Voltometer. Genau, habe ich einfach mal gemacht, weil jemand, weil ich den Menschen kennengelernt habe, da aus der Schweiz, ein Freund von mir heute. Und dann habe ich gesagt, schau mal, und jetzt habe ich zum Beispiel, hoffentlich man sieht es, 4,6 Volt Spannung. 4,6 Volt. Und es geht Wow. sogar jetzt hoch, Stück für Stück, oder? Und ich meine, man muss sich überlegen, man müsste bei Null sein. Und ich bin hier, wie gesagt, ungefähr 3 Meter ab Boden. In meiner Arbeitsumgebung, wo ich mich wohlfühle. Ich sehe jetzt nicht aus, als wäre ich gestresst oder sowas. Aber es ist so. Und warum So, und hast du jetzt jetzt pass auf. 4,79 Volt, weil du vor dem Computer sitzt oder weil du umgeben bist von Steckdosen oder warum? Alles, was du gerade gesagt hast. Und der Hauptgrund ist eigentlich, dass ich eben meine Füße nicht auf der Erde habe. Wo sind Das deine Füße bedeutet, jetzt? Ach meine. so. Ah. Ah. Du meinst auf dem Boden, aber nicht auf der Erde. Jetzt habe ich es verstanden. Also Genau, sie das ist sind ein auf dem Unterschied. Ja, das ist ein Boden, aber Riesenunterschied. nicht mit dem. Wo bist du jetzt in deinem? Wie weit bist du jetzt vom Boden, von der Erde entfernt? Wie viele Meter? Ungefähr 3 Meter. Also das hat auch damit was zu tun, wie weit Ja, wir tatsächlich erstens, von. je mehr weg du von der Erde bist, umso höher ist das Spannungspotenzial. Weil die Gravitationskraft, die wir ja als Menschen erlebt haben und auch in unserem System über viele Jahre entwickelt hat, ist so konzipiert, dass wir mit den Füßen auf dem Boden stehen. Normalerweise ja. Es gab keine Aufzüge in der Steinzeit. Aber nicht mal das, wir haben ja auch keine Flügel. Stimmt. Wir Ja, sind für den Boden, wir sind für die Erde gemacht. wir sind Das für die Erde ist gemacht. Wir unser haben Element. Das ist unser alles Element. Mögliche probiert, um in die Lüfte zu kommen, und das tut uns nie gut. Nie. Also es kommt keiner aus dem Flugzeug, der sagt, ich bin jetzt total erholt. Das funktioniert nie ganz. Man kann sich schon erden im Flugzeug mit der Masse des Flugzeuges, aber man ist immer auf Erde. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass unser Schuhwerk mit den Isolationen, die wir dran haben, auch uns entkoppeln von der Erde. So, und das hat Plastik in mir der Regel, oder? 60, 70 Jahren zurück hat sich das immer mehr durchgesetzt, dass man ja nicht mehr so barfuß laufen darf. Man darf ja heute Wieso? kaum mehr einkaufen gehen barfuß. Aber früher war das normal. Und Clint Ober, der diese Marke entwickelt hat, hat genau das beobachtet. Ein Entkoppeln der Erde hat die Menschen krank gemacht. Warum? Weil wir haben einen natürlichen
sage ich, Mikrostromfluss in unserem Körper und eine natürliche Dieser Zellmembranspannung. Mikrostrom, Entschuldigung, ist dieser ganz feine Ministrom, den du vorhin erwähnt hast, in den Absolut. Zellen. Das ist Genau. dieser Mikrostrom. Und der wird Nervenzellen. beeinflusst. Wenn man so plump sagen will, Nervenzellen, man weiß ja, wenn es funkt oder man zusammenkommt, dann fitzt es uns eins, weil wir uns selbst aufladen und so weiter. Das läuft durch unser System. Das weiß man heute. Da gibt es sogar Universitäten und Studien in Norwegen und in den nordischen Ländern und unterdessen auch in Portugal. Und das kommt immer mehr, dass gerade in der Frequenztherapie, also Mikrostromtherapie, man den Menschen sehr gut erreichen kann und helfen kann zu heilen. Und da hat man auch entdeckt, dass eben diese Entkopplung zu Stauungen führt, dieses natürlichen Mikrostrom und damit den Ionenfluss. Also Ionen, die man kennt, die den Zellstoffwechsel unterstützen, brauchen Natrium und Kalium und Ionen, die einen Zellstoffwechsel unterstützen. Ohne das funktioniert es nicht, auch nach der modernen Zellforschung. Und wenn wir eben diesen Fluss nicht natürlich haben, das heißt, wir haben diesen Fluss, also Mikrostrom und Stromflüsse gibt es überall, in der Erde, in der Luft, dann kommt es auf uns zu. Mit Elektrosmog-Geschichten, aber auch natürliche Flussgeschichten, universelle Geschichten. Wenn zum Beispiel ein Sonnensturm stattfindet, dann gibt es einen Überfluss von Ionen auf der Erde und diesen braucht es wieder auszugleichen. Das passiert über uns. Normalerweise, Entschuldigung, würden diese Ionen von der Sonneneinstrahlung durch uns hindurchfließen und in die Erde. So ist Das ist es. der normale. Ausgeglichen. Genau. Aber auch Tiere, Pflanzen, alle machen damit. Das ist so quasi unsere Grundaufgabe hier, das zu machen. Und ausgeglichen wird es oft über Quellwolken. Also das wird wieder abgeleitet ins Universum. Das ist ein großer Fluss. Und abgeleitet werden die dann, also das versteht man dann unter Erdung, also wie man das aus dem technischen Bereich kennt. Da kommt eine Spannung, die geht durch uns durch und da wir aber mit der Erde verbunden sind, oder auch mehr oder weniger, jetzt eher, ja, mit meinen Plastiksohlen auch nicht, also das ist ja dann eigentlich gar nicht mehr möglich. Das heißt, diese Ionen, die stecken dann fest oder was passiert dann? Genau, es gibt Stauungen oder eben diese Spannung, diese 12, jetzt 4,6, 4,7 Volt. Das ist dann die Stauung. Und diese Stauungen, wie man das vielleicht so ein bisschen auch daraus hört, Stauung ist nie gut für ein Wesen, wie wir es sind, das ja nicht fließen sollte. Also unser Blut fließt, unser Sauerstoff fließt, unsere Nährstoffe fließen von A nach B, der Zellstoffwechsel fließt. Und da gehört halt auch, wie Biophotonen, also Lichtemissionen in unseren Zellen oder eben auch Mikroströme, Meridiane, all das fließt. Und wenn halt etwas im Überfluss da ist, beginnt es zu stauen. Und Stauungen führen automatisch zu Verschlackungen, Stocken. Und das Stocken führt automatisch irgendwann zu Schmerzen, Zellen, Nervenzellen, Schmerzen, die wir dann wahrnehmen. Also das ist Das eigentlich ein hast du wahrgenommen damals. Das waren Genau. diese Nervenzellenschmerzen. Schmerz. Ja, alles ist gesund, alles mache ich doch, was ich so weiß. Und trotzdem habe ich Verspannungen oder Und Schmerzen. durch die Verschlackungen, die sich so antürmen, die entstanden sind durch die Stauungen der Biophotonen und das, Genau. was uns durchdringt, also das Unsichtbare, weil logischerweise, das müssen wir jetzt einfach annehmen, dass da noch viele Dinge in der Atmosphäre sind, die wir eben nicht sehen können. Ja, okay. Und Ich kann du das hast hier jetzt vielleicht diese. ein bisschen exemplarisch zeigen. Es gibt ja ein Buch von Irving, das ein bisschen zusammenfasst, wie das alles so funktioniert. Das hat der Clint Ober selbst geschrieben. Man sieht es vielleicht hier ein bisschen. Hier. Ich sehe, Zellen sind das, oder? Ja. Genau. Und man sieht den Unterschied, wenn jemand geerdet ist oder wenn jemand nicht geerdet ist. Bei Nichterdung gibt es rote Blutkörperchen, die aneinander verkleben. Diese Das nimmt man, Verklumpungen, genau, das die nimmt man man. auch bei den Geimpften jetzt häufiger sieht, die Verklumpungen. Und auf der rechten Seite jetzt in der Abbildung, das war also die frei fließenden
Genau. Völlig nicht zusammengeklebt, sondern so lose, ja. Okay. Ja, und da sieht man, dass halt eben jemand geerdet ist oder eben, also physikalisch geerdet. Ich muss es nochmals unterscheiden, weil energetisch geerdet ist schon was anderes. Gell? Ich habe auch lange gedacht, mit meinen Meditationen jeden Tag, das muss doch reichen. Heutzutage reicht es nicht. Man darf auch sagen, natürlich, dagegen wirkt die Zunahme der künstlich erschaffenen Stromflüsse wie Elektrosmog, Antennen, Handys, wo wir ja überall bei uns mittragen. Und das ist eben das, was ich auch bei mir immer gemerkt habe. Ich habe mit der Zeit auch immer mehr so Ströme gehört. Also heute höre ich diesen Elektrosmog und das hat mich auch irritiert. Warum höre ich das? Was ist das für ein Gehör? Ich dachte zuerst, ich hätte irgendwas mit den Ohren. Und als ich dann richtig geerdet war, hörte ich das weniger. Ich höre es War das heute wie, noch. wie würdest du das beschreiben? War das wie ein Pfeifen oder? Ja, ein kleines pfeifendes Rauschen. Das ist so eine Mischung. Das ist nicht nur das Rauschen oder nur das Pfeifen. Weil Pfeifen ist schon, dann ist was Also kaputt. könnte man daraus ableiten, dass wenn jemand solche Störgeräusche im Ohr hat, was ja auch ab und zu vorkommt, und die dann zum klassischen Ohrendoktor gehen und der dann irgendwie da was versucht zu finden, dass es auch daran liegen könnte, dass es eigentlich gar kein organisches Problem des Ohres ist, sondern eine Wahrnehmung der Spannung, die feststeckt, die sich angestaut hat, die nicht mehr weiterkommt. Ja, Die es lässt gibt. sich dann, also das wäre noch ein weiteres Warnsignal zusätzlich zu diesen Müdigkeits- und Schlappheitssymptomen, eben auch noch solche Geräusche im Ohr. Ja, es gibt, es, ja, genau, unbedingt. Es gibt Und die noch, hattest du was so ziemlich klassisch ist. häufig, Entschuldigung, jeden Tag oder nur ab und zu mal oder war das dann konstant irgendwann da? Oder wie war das? Auffallend, wenn ich in Ruhe war. Dann hatte ich wie Zeit, dem zuzuhören. Das war immer auffallend und vor allem morgens und abends. Und wenn ich abgearbeitet habe, habe ich das weniger gemerkt, weil dann war ich so beschäftigt und fokussiert auf etwas. Aber sonst, sobald ich mit mir Zeit hatte, hatte ich das gehört. Und das hast du nicht mehr, seit du dich mit Erdung, seit du Heute dich erdest, höre ich einfach. physikalisch erdest, regelmäßig. Ja, wenn möglich, den ganzen Tag. Oh, also man sollte eigentlich, wenn du empfiehlst, man sollte wirklich sich die Erdung ja, als Hauptaugenmerk machen, dass man wirklich wie, ich trinke jeden Tag meine 1,5 Liter Wasser oder so, zu sagen, ich versuche jede Umgebung, in der ich mich befinde, diese Strahlung zu reduzieren oder mich zu erden. Ja, was ist, wenn jemand da im 12. Stock wohnt? Was würdest du dem denn sagen? Was kann der tun? Ja, genau, das war ja auch mein Problem. Ich habe gesagt, ja, jetzt hast du festgestellt, was es ist, aber was ist die Lösung dafür? Weil ich konnte ja jetzt nicht den Boden wegmachen des Hauses und meine Füße in den Garten stellen und arbeiten, auch im Winter nicht. Das ist schon eine Herausforderung. Vielleicht ist es ein bisschen einfacher, wenn ich in Ibiza lebe und am Strand arbeite. Dann habe Oh, ich natürlich. das geht nicht. Ich habe es probiert. Kannst Kommt du drauf an, nicht. was du machst, aber so Büroarbeiten, nee. Weil die Genau. Sonne strahlt und du bist abgelenkt und dann laufen Menschen da in Badeschlappen und du sollst da arbeiten, während die Urlaub machen. Das ist nicht sehr motivierend. Okay, Dann lieber im dunklen verstehe. Kämmerlein und sagen, um 2 Uhr mache ich Feierabend und dann gehe ich an den Strand. Aber man hat natürlich hier viel Möglichkeit, dadurch, dass wir sehr ja, ländliches Gebiet sind, dass wir hier barfuß laufen können, sehr viel in Kontakt sind mit dem Meer, mit dem Strand. Und die Leute sind hier auch wirklich entspannt, kann ich sagen. Ich lebe hier sehr gerne, weil hier dieses, was wir aus Deutschland kennen oder auch aus den zivilisierten Industrienationen, wo das ja wie eine Volkskrankheit ist, dieser Stress. Und immer dieses Unterstrom sein, ja, da ist man hier wirklich entschleunigt auf der Insel. Und daher kam ich auch auf das Thema, wie wenn jetzt aber jemand keinen Strand vor der Tür hat und trotzdem im 12. Stock wohnt, kann er sich da ein Kabel aus dem Fenster hängen, gibt es da eine Methode und bis zum Boden runter und das anbinden, um dann da, weiß ich nicht, sich zu erden? Oder gibt es da andere? Ja, also ich bin da, also ich habe ja dann diesen Brand gefunden, diese Earthing Brand. Es gibt diesen Brand, Earthing Clint Ober, der das selbst entdeckt hat, weil es war effektiv das Problem. Also er war Elektriker und hat Fernsehen verkauft
Und er Wann hat war das ungefähr? Wann hat er sich da? 60er, 70er Jahren, also schon ziemlich Okay. lange zurück. Und Okay. dann haben die Leute, wie das halt so ist, wenn man, die haben einen diese Fernseher nach Hause gebracht. Vielleicht mag man sich Also noch der war ganz erinnern. normaler Verkäufer, Ganz der so normale Fernsehverkäufer. Fernsehverkäufer in den Und 60er, 70ern. Okay. ja, Hat man er muss, Fernseher verkauft? hat man ja Sind noch. bestimmt weggegangen wie heiße Semmel da. Hat er bestimmt viele. Ich weiß es nicht, das, so Das habe war ich ja die das. Anfangszeit des. Ja, genau. Und dann gab es ja diesen Farbfernseher. Und dann haben die Leute natürlich, man hatte persönliche Beziehungen mit diesen Menschen, die diese Fernseher nach Hause gebracht haben. Es war auch ein großes Geschäft, ne? Das war teuer und so. Und dann hat er denen natürlich zugehört. Und wie das so ist, haben die ihm das Leid geklagt. Und dann hat er das Ganze angeschaut. Vor allem haben die dann Das metallige Leid, Betten gehabt. Ja? Man muss Entschuldigung, das sehen. aber welches Leid geklagt, nachdem Sie den Fernseher hatten? Ja, nach Gesundheit, wie man das die Menschen so machen. Ich habe Schmerzen und schlafe nicht so gut. Und weißt du, ich meine, Und seit, er hat es in ich glaube, es Verbindung ist ja auch gebracht eine mit dem. Kultur. Wenn man zusammenkommt, redet man zuerst mal, was alles wehtut und dass die Okay. Politiker nicht so in Ordnung sind und dass Aber es es lag nicht an gesund den gut geht. Fernsehern. Er war nur elektrisch und elektronisch hat er das Fach, die Fachkenntnis gehabt, um zu gucken, was, woran könnte es liegen. Genau, das war Und da sein hat er, Beruf. es lag also nicht an den Fernsehern selber, sondern er hatte nur das Know-how zu verstehen, was mit Strom und Spannungen auf sich hat. Und dann hat er die Betten angeguckt von den Leuten. Absolut, genau so war es. Und dann hat er gesehen, dass Ah. diese Betten, die machen ein Feld durch das, durch die Metallica, die die haben. Und dann hat er nichts anderes gemacht, als ein Kupferdraht genommen, hat es am Bett festgemacht und hat einen Erdungspfahl entwickelt und hat den aus dem Fenster hängen lassen und in die Erde gesteckt. Also eigentlich das, was jede Steckdose macht heute. Also das ist keine Zauberei. Jede Steckdose, fast jede Steckdose, heutzutage in Deutschland auf jeden Fall, muss geerdet sein. Das heißt, da ist auch ein Draht, der schlussendlich mit dem Boden verbunden ist und eben diese Überspannungen, die es geben könnte, neutralisiert. Und warum macht man das in der Steckdose und uns erzählt man davon da nichts, dass das für uns auch wichtig wäre? Uns lässt man. Naja, ist eine gute Frage. Ja, da könnten wir Also es wahrscheinlich ist eine ganze bekannt. Sendung draus machen, wieso und warum das so ist. Wir können noch einen zweiten Teil machen. Ich Ja, da kündige können wir, hiermit schon mal den zweiten Teil des ja, Interviews da an. können wir unbedingt gerne mal ein bisschen über das philosophieren oder austauschen, was ich so alles erlebt habe in dem Bereich, warum Ach, das konnte nicht er den unbedingt der Menschen Weg dann ist, nicht krank zu sein. Ne? Das ist schon ein Thema. zurück Aber zu dem diese Herrn. Erden hat die Menschen wieder zum Schlafen gebracht, zur Erholung gebracht. Die haben sich wieder wohlgefühlt in ihren Betten und kamen auch wieder gut raus. Und das war die Initiation bei ihm selbst, da weiterzugehen und zu sagen, ja, hallo, wenn das so gut hilft, vielleicht kann ich da was draus machen. Und er ist dann zu Instituten gegangen und zu Produktentwicklern und hat dann eine ganze Reihe Produkte entwickelt, Das steht alles auch die in seinem Buch, also die ganzen Phasen seines Wandels vom Fernsehverkäufer zum. steht alles hier drin. Gibt es Und in da hat er das. Deutsch und in Englisch beides. Also ist auch ganz schön, ist ganz nett geschrieben, weil ich finde, Clint Ober ist ein einfacher, interessanter, natürlich bodenständiger Mensch und ganz lieb. Das kommt noch Ich glaube, das dazu. können wir auch machen. Unterm Video werden wir das Buch direkt verlinken. Ich Ja, hatte auch mal bitte. ein Buch in der Hand, da weiß ich den Autor jetzt gerade nicht mehr. Da ging es um einen kanadischen Holzfäller, der ganz schlimme Rückenschmerzen hatte. Und der hat aber gute Muskeln und physikalisch war alles in Ordnung, konnte man nichts feststellen. Und dann kam er eben auch auf das Thema Erdung, dass er nicht geerdet sei. Und in Kanada, da haben die wohl auch so Häuser, die bisschen in die Luft gebaut sind, also wie so aus so Pfählen. Da ist also wirklich noch ein Freiraum unterm Haus. Und dann hat er begonnen, da unterm Haus zu schlafen für eine Zeit lang, auf dem blanken Boden, also einfach auf einer Matte oder auf einem Stoff oder auf einem, was weiß ich, was er da hatte. Und hat dann binnen kürzester Zeit wirklich festgestellt, wie sich seine Beschwerden reduziert haben, nur allein durch den Fakt, auf dem Boden zu schlafen. Dann hat er das seinen ganzen Arbeitskollegen erzählt, dass auch alles Holzfäller sind da in Kanada, irgendwo das ganze Dorf, es ist eine reine Holzfäller. Da gibt es nur diese Branche und die arbeiten da alle im selben Bereich und haben alle dieselben Beschwerden gehabt und hat denen das alles erzählt, so wie man halt unter Nachbarn, Arbeitskollegen und dann haben die das alle auch gemacht. Und dann hat das ganze Dorf sich geheilt. Und daraus hat er dann auch ein Buch geschrieben. Ich suche das auch Fantastisch. raus und verlinke das. Hammer. Das fand ich köstlich. Also der hat ein ganzes Dorf befreit von Beschwerden
wenn ich es mir jetzt durch deine Erklärung natürlich auch noch besser vor Augen führen kann, dadurch entstanden sind, dass die Männer halt aufgepumpt waren und auch und dicke Sohlen, ne? Da hast du bei der Waldarbeit ja auch solche dicken Plastikschuhe, obwohl du mitten in der Natur bist. Also du könntest dich ja einfach auch mal. Wäre es ratsam, so jemanden zu sagen, zieh einfach zwischendurch die Schuhe aus und setz dich auf den Boden, Absolut. auf den Ich werde das Felsen, noch zeigen. Ich habe ein barfuß? Bild, ich habe ein Bild mitgenommen, genau, für, wenn du das erzählen könntest, weil schau mal hier, sieht man den Unterschied? Bilder zur Wirkung des Erdens. Da ist was rötliches und rechts ist was bläuliches zu erkennen. Sind es So, die Beine von jemandem oder? das sind Beine, die Knie von der Knie. Wärmebildkamera. Und das ist, wenn Wärme ist in den Knien, wird es rot und gelb. Und wenn es gesund ist, haben wir eher bläuliche, grünliche Farben bei der Wärmebildkamera. Das heißt, Okay. rot und gelb ist Entzündung, Überlast, eben viele Ketonkörper drin zum Beispiel, die entschlacken würden und so weiter, also Säure. Und hier haben sie mal eine Studie gemacht, jemand, der solche Knie hat, wie zum Beispiel ein Holzfäller, ne? Starke Arbeit, der muss ja viel mehr Gewicht tragen, als er eigentlich sollte und so, also typisch. Ja? Ich kann ganz gut davon reden, weil Schwander ist eigentlich derjenige, der ins Holz geht. Da redet Ach, quasi aus meinen Ahnen. du hast es in deinen Genen, die Holzfäller Ja, ich habe gegeben. es in meinen Genen, genau. Und hier ist Schwander kommt Schwand. von der in den Wald. Ja, das Gschwand, das ist der Wald. Ach, oh, im Ja, Schweizerdeutsch. das ist das Gschwand ist Gschwand. der Wald. Alles, was mit dem Wald zu tun hat. Wir sind eigentlich eine Und der Urfamilie, die. Gschwander, der ist der in den Wald. Ah. Genau, der Holzhacker. Heute. Gut. Und Gute Eselsbrücke. die Differenz dieser zwei Bilder ist eine Ja. halbe Stunde geerdet. 30 Wow. Minuten, das war eine Studie. Ich meine, man muss sich das vorstellen. Also, das ist nicht, weil Clint Ober gerade Freude hatte, was zu tun. Das ist eine offizielle Studie gewesen. Und da muss man sich das schon mal vorstellen. Und dann sage ich natürlich ja. Also, ich habe es zum Beispiel beim Tennisspielen gehabt, als ich noch Tennis gespielt habe. Das ist ja auch so eine Sportart, die kannst du nicht trainieren. Da bist du eigentlich, wenn du den Ball noch möchtest, immer über deinen Verhältnissen. So. Und dann habe ich auch den Leuten und mir selbst jeweils empfohlen, in den Pausen die Schuhe auszuziehen und barfuß auf den Boden zu gehen. Und dann hat es diese Erdung, hat sofort diese Überspannung, dieses Übergebrauchen von meinem System in die Balance geführt. Und ich hatte mich schneller wieder regeneriert. Gerade auch zwischen den Spielen, man muss sich das mal vorstellen, da hat man ein Turnier, beginnt freitags und soll bis sonntags den Finale noch spielen und zwischen 4, 5 Spiele. Das ist Extrem eigentlich nicht anspruchsvoll. trainierbar. Das ist ja nicht trainierbar, sondern da brauchte es solche Mittel. Ich habe mir da sehr, sehr viel Gutes getan, indem ich einfach die Schuhe ausgezogen habe und auf den Rasen gestanden bin, quasi diesen Jungenhaus habe. Und darum sage ich ja, ich meine, natürlich sage ich so viel wie möglich, weil Selbstliebe gibt ja keine Grenzen. Ich finde, Selbstliebe solltest du von morgens bis abends und darüber hinaus auch noch tun. Nur Selbstliebe hat keine Limits. keine Limits. Das ist das eine. Liebe und Selbstliebe hat keine Limits. Da sollte man in der Fülle so viel tun, wie es nur geht. Also Und barfuß, barfuß, barfuß. Das ist gut für die Selbstliebe. ja, Ja, unbedingt. Selbstliebe, da fallen ja viele Unterbegriffe dazu. Auch der Selbsterhalt, die Selbstpflege, der Absolut. Selbstrespekt, die Selbstachtung, die Absolut. Selbstwertschätzung. Vor allem die Selbstwertschätzung ist ein ganz großer, finde ich, Punkt des Überbegriffs Selbstliebe. Aber Genau. klar, verstehe. So, jetzt sitze ich ja hier mit dir, gell? Und jetzt kann ich ja diese Selbstliebe-Praxis von Ionenhaushalt balancieren oder Strom balancieren ja nicht in dem Maße ausüben. Außer eben, ich lasse mir ein bisschen helfen, ich trickse ein bisschen. Und das sind eben diese Produkte, die halt Clint Ober entwickelt hat. Das sind verschiedene Matten für ins Bett, für an den Arbeitsplatz, für unterwegs, zum Teil ins Auto und. Wobei, ich muss sagen, wenn man es am Arbeitsplatz hat, wo man ja in der Regel so 6 bis 10 Stunden verbringt, oder in der Nacht auch 6 bis 10 Stunden, dann hat man ja schon sehr, sehr viel gemacht, oder? Und wenn man unterwegs ist, noch barfuß, dann ist man ja fast immer drin. Und ich kann das mal kurz zeigen, weil das ist, ich habe nämlich eine Matte hier und kann mal zeigen, was der Unterschied ist mit Matte und ohne Matte. Also wir haben ja vorhin ja gesehen, dieses Messgerät, ich muss dann hier wieder diese Spannung machen hier. Mal schauen, wie viel Spannung ich jetzt habe.
Jetzt habe ich natürlich meine Hände immer auf dieser Matte gehabt und jetzt ist es ein bisschen weniger, aber jetzt geht es gleich hoch. Das ist schon spannend für mich selbst. Wir haben jetzt 3 Volt. So, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil jetzt muss ich diese Matte hochhalten. Das ist so eine Matte. Wie eine Fußmatte für die Eingangstür, Wie eine sowas. Fußmatte und die ist jetzt mit einem Druckknopf Okay. hier festgemacht und dieses Kabel geht auf die Steckdose. Die ja geerdet ist. Genau, das Die ist ja so sowieso geerdet Kupplung, ist. genau, Kupferdraht, geerdet, isoliert. Ganz normal, wie Aber nichts okay. Verrücktes. So, und diese Matte, der hat so Silberstreifen drin, ist aus einem ganz speziellen Material gemacht, natürlich gemacht, wenn möglich wenig umweltbelastend und so weiter. Das ist auch der Firma sehr wichtig. Und jetzt zeige ich das mal kurz, ich halte das nochmals hin. So, mach das nochmals hier, dass wir das noch sehen, weil ich finde es schon wichtig, dass man das auch sieht. Also hier. Diese fast 3 Volt jetzt. Und jetzt gehe ich mit dem Ellbogen, weil ich kann das nicht hochhalten. Bisschen turnen. Also Ja. nur mit dem Ellbogen gehst du jetzt drauf, nicht Ich mit gehe den jetzt Füßen. nur mit, man sieht hier die 3. Sieht man das? 2,8, ja, knapp 3. Und jetzt gehe ich mit Knapp. dem Ellbogen drauf. Oh, und puff, paff, piff, 0,8. Geht runter. Ja, ist schlagartig gleich mal 2 Direkt mit dem Punkte. Ellbogen. Aha. Geh wieder drauf. Man sieht es. 0,7, 0,6. Jetzt geht es runter, Stück für Stück. Es Nur mit dem tendiert zu Ellbogen. null, ja, es tendiert zu null. Und wenn ich jetzt mit der ganzen Hand drauf gehe, geht es noch schneller, weil der Oder mit Ellbogen den ist nicht so Füßen. leitend. Ja. Oder mit den Füßen, genau. Das ist Und nur bist diese du, Matte. und das ist jetzt am Arbeitsplatz zum Beispiel, und wenn, hast du die jetzt dann, musst du dann da barfuß draufstehen oder geht es dann auch mit den normalen Schuhen? Da musst du barfuß oder mit den Socken geht's. Socken. Ja, Okay, also also darum habe ich die. meine Matte habe ich jetzt nicht unter den Tisch, sondern ich habe sie hier immer Auf der direkt Arbeitsplatte hast du auf die. der Arbeitsplatte, wo ich Ach meine Hände habe. so, okay. Man kann es natürlich auch unter den Tisch, aber Das heißt, dann du hast sollte man mit dein sein. Computer, dein Schreibtisch, deinen Arbeitsplatz und da hast du die Matte. Und das heißt, du kannst dann auch so mit den Oberarm drauf oder Händen. Ich habe meine Tastatur, gell, so. Lege ich Ja. sie da. Und dann habe ich, wenn ich hier so schreibe, habe ich mit den Armballen, bin ich ja immer schön drauf auf der Matte. Das heißt, du entlädst die ganze Zeit. Ich bin quasi neutral die ganze Zeit, ja. Wow, super. Am Arbeiten. Wenn ich mich natürlich auf Toilette begehe, habe ich auch Schuhe und ich bin in der Halle, dann lädt sich mich das wieder auf, wie wir das vorhin gesehen haben. Es war ja mal bei 4, dann habe ich mit dir geredet und die Hände auf der Matte gehabt, das ist bis 3 runter. Und wie viel hattest du bei deinem allerersten Test, als du das ausprobiert hattest? 12. Boah. 12 Volt. Und was Das schätzt du, hat machte so die zack auf normalen. 0,5. Wow. Und du meinst, alle Menschen laufen mit so einem hohen Spannungsgrad durch die Gegend? Ganz, ganz unterschiedlich. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also, dass Spannungen mehr da sind, als es eigentlich für sie gut wäre, das ist üblich, das ist normal, Unbestritten. unbestritten. Aber wie viel? Also, meines war das 12. Ich habe niemanden erlebt, der mehr hatte. Vielleicht ist das auch der Grund meiner Elektrosensitivität, dass ich da sehr stark darauf reagiere. Und das ist die Individualität, weil man kann da nicht pauschalisieren. Elektrosmog-sensitive Menschen sind nicht alle gleich. Aber dass Spannung entsteht, das ist bei uns allen der Fall, weil es ist ein natürliches Gesetz, dass wir eigentlich gemacht sind, um unsere Füße auf die Erde zu stellen. Und nicht am Boden zu sein. Und das ist wie Wasser trinken, sonst sterben wir. Wie atmen, sonst sterben wir. Das ist Genau. genau das Gleiche. Für mich, es geht einfach länger. Und das ist meine Passion, ist immer diese Natürlichkeiten zu finden. Und natürlich in der modernen Welt, wo wir unterwegs sind, wollen wir auch im Wolkenkratzer wohnen. Sollen wir auch. Vielleicht macht es Spaß. Aber dann müssen wir halt so Hilfsmittel uns kreieren, damit wir quasi wie auf der Erde sind. Unsere Verbindung zur Erde nicht verlieren. Ich habe jetzt noch mal Sehr eine gut. Frage zurück, würde ich gerne noch mal 2, 3 Schritte hopsen, um das physikalische Prinzip noch mal mit den Biophotonen und dem Ionenaustausch noch mal ein bisschen besser zu verstehen. Wenn jetzt also zu dieser Stauung kommt und dadurch zur Verschlackung, was genau macht es mit den Zellen? Also ob es jetzt egal welche Körperzelle, mit der Zeit? Wie verändert die sich? Stirbt die ab? Modifiziert die sich? Oder es kommt ja zu dieser Klümpchenbildung, das haben wir gesehen. Das sieht ja schon mal auch aus wie so ein Rettungsruf. So,
Wir sind unter Stress. Aber was ist da, du könnt ihr auch platzen oder keine Ahnung, was passiert da? Ja, also es gibt ein sehr schönes Erklärungsmodell von einem Henrik in Norwegen, der das aufgebaut hat. Man sieht, und das teile ich hundertprozentig mit Ihnen, und man sieht mit der Zunahme der Verschlackung, dass die Zelle weniger gut kommunizieren kann. Das ist ein Punkt. Das heißt, wenn sie weniger gut kommunizieren kann, kann sie uns nicht sagen, was sie braucht, oder immer weniger. Das heißt, sie verkümmert nach und nach. Und das bedeutet, dass die Verschlackung eigentlich zunimmt. Das ist wie ein Teufelskreis. Und irgendwann ist die Zelle quasi nicht mehr mit uns in Verbindung, kommunikativ. Das heißt, wenn ich zuhöre, oh, ich sollte die und die Vitaminen zu mir nehmen oder das und das essen, kommt das nicht mehr bei mir in meine Schaltzentrale an. Das sind die Biophotonen zuständig, also die Information wird über die Biophotonen zu uns geleitet, und dann kriegen wir diese Lüste und so weiter. Ist ein bisschen komplizierter, Ja, als ich doch, man einfach weiß es sage, aber ja. damit man so ein Bild hat dazu, was da passiert. Ja, was passiert denn da? Also man zuerst Und beginnt diese man dann, Kommunikation, die ist dann gestört. die ist dann gestört. Und man weiß heute in der modernen Zellforschung, Bruce Lipton hat das auch wunderbar erklärt in seinen Darstellungen, es gibt Zellmembranen, und da gibt es Proteinstränge, die kommunizieren und auch sagen, hey, hier kommt ein Vitamin, jetzt musst du, die Zelle muss sich öffnen, das Vitamin reinnehmen und verstoffwechseln und wieder abgeben. Und das funktioniert mit der Zeit nicht mehr richtig und immer weniger. Das heißt, du Die kannst dich Zelle noch so hungert gut aus. ernähren, es kommt bei der Hungert aus. Zelle gar nicht an. Genau. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, es gibt natürlich ganz viele Krankheitsbilder daraus. Es tut weh, wir werden müde, wir sind nicht mehr ganz voller Energie, wir werden unausstehlich, wir schreien rum, wir werden bösartig. Alles möglich ist ja da drin, bis zu Zelltod, wo man die Zelle wieder regenerieren muss und so weiter. Alles ist möglich. Das Schlimme ist, wenn es natürlich flächendeckend passiert, oder? Das heißt, man kriegt eine Unterernährung der Zelle, Stoffwechselproblematik, da schreit die, und wir essen dann immer mehr Zeugs, das vielleicht immer Zucker natürlich, oder? Meistens ist das das Schnellste, und das kommt aber nicht mehr an den Zellen an. Blasen wir auf. Schneller Tod, sage ich hier nur. Das ist der Anfang eines schnellen Todes. Es gibt natürlich auch die Beobachtungen, dass man diese Entartungen schlussendlich in Diagnosen münden, wie Krebs oder Tumore, ist der Klassiker eigentlich. Also man beginnt irgendwo mit Müdigkeit, und es wird immer schlimmer, man macht nichts dagegen, und irgendwann ist der Zelltod da. Oh, der Krebs, was du jetzt angesprochen hast, das bedeutet ja, dass die Zellen, die dann da in Bredouille geraten sind, die nicht mehr funktionsfähig sind, die der Körper auch nicht ausscheiden kann, weil es vielleicht an allen Ausgängen auch hapert, dann einkapselt. Ne? So ist es Genau. ja. So macht der Körper ja das mit diesen toten Zellen oder Zellen, die Reststoffe von Heilungsprozessen, bleibt ja auch viel Abfall übrig und es wird dann da so eingekapselt und es wird dann landläufig Krebs genannt. Was wiederum weitere therapeutische Genau, das ist Folgen eine hat, Stelle. die dann nicht, also immer, wenn man dann einfach so eine Diagnose mal erhält und einfach mal versucht, sich zu erden, mit welchen Mitteln und Möglichkeiten einem zur Verfügung stehen, ob jetzt solche Tools, wie sie im Handel erhältlich sind, oder wirklich auf dem Boden zu schlafen 3 Wochen mal, dem wirklich eine Chance zu geben, um dass vielleicht diese Zellkommunikation wieder angeheizt wird und dadurch der Körper wieder kommunizieren kann, was er tatsächlich braucht, oder jede einzelne Zelle, um wieder zu wachsen. Und dieses Abgekapselte, was der Körper dann abbaut mit der Zeit, also das ist ja, deswegen ist ja so ein Tumor oft auch groß und dick und hässlich, weil sich da einfach das ganze Material dann auch zusammenklumpt und bildet. Aber wenn man das, meinst du, da gäbe es eine Chance, einen Therapieansatz, vielleicht Menschen, die einen Tumor haben, zu sagen, gut, ich anstatt den rauszuschneiden oder chemisch oder zu bestrahlen oder sonst wie, ja, halt sehr radikal anzugehen, vielleicht erstmal mit so einer sanften Methode wie Earthing. Also ich Gibt muss es mal da vielleicht Untersuchungen? Gibt es zwei da Sachen sind Untersuchungen? wichtig in dem Zusammenhang. Also erstens, die Entartung sehe ich auf zwei Arten. Also entweder jemand die Zelle entkapselt, also
entbindet sich quasi vom ganzen Konstrukt und kapselt sich ein. Das ist ungefährlich, weil wenn es sich einfach einkapselt, dann sagt der Körper, ich habe dich gefangen, da kannst du mir keinen Schaden anrichten, alles gut. Wenn aber das Problem ist, wenn die Zelle plötzlich beginnt, ein Eigenleben zu kreieren, dann beginnt sie sich zu teilen. Dann wuchert es wie verrückt. Und da geht es manchmal ganz, ganz schnell. Und das sind dann diese schnell wachsenden Tumore, die dann auch in der Schulmedizin ganz klar als höchst gefährlich definiert sind. So. Einfach, es gibt unterschiedliche Arten. Und die dritte Art ist einfach ein Verschlacken, oder? Einfach ein Vorstadium von Verschlacken. Das funktioniert nicht mehr alles so gut. So. Und ich glaube, es muss man ein bisschen unterscheiden. Plus, ja, ich glaube schon, es ist wichtig, das auch zu tun, aber nicht nur, weil eine Verschlackung findet oft auch statt, einerseits durch diese Stauungen und aber auch zu wenig Wasser trinken. Das ist ein Klassiker. Aber die Leute, die so verschlacken, trinken plötzlich auch viel zu wenig Wasser. Also da muss man schon beides mindestens tun, glaube ich, und auf jeden Fall diese Erdung ins Auge fassen. Egal welchen Weg das jemand glaubt, nehmen zu sollen, um zu heilen, Also bitte erden. Gartenarbeit am Tag würde auch schon. Ja, also jetzt, wo man gesund ist, sollte man schon mit Erden beginnen. Ja, Weil, ich meinte nur im, also Worst Case natürlich wenn der Körper in prophylaktisch. Not ist, weißt du, wenn der Körper in Not ist, dann macht er verrückte Dinge. Und dann glaube ich, ist es schwierig zu definieren, hey, das hilft auf jeden Fall. Also wenn man die 100 Vorzeichen Prozent. nicht erkennt, dann kommt irgendwann der Moment, wo es eskaliert. Und wenn dann der Eskalationsmoment da ist, dann ist es. Immer schwierig. Weißt du, Deshalb das ist lieber wirklich auf alles die schwierig. Zeichen achten. Und wir wissen ja, Stress ist ein Faktor für Krebs. Also das ist unbestritten. Deswegen, und dieser Stress kommt einfach durch die, nehme ich mal auch an, erhöhte Spannung in unserem Körper, die nie abgelassen werden kann, auf eine physikalische Art und Weise. Ja. Jo, ich würde sagen, wir haben da ziemlich weit, sind da ziemlich weit eingetaucht in in die Erde. Und bis zur Sonne und bis zur Erde und zweimal zurück, sind auch ein bisschen gesprungen. Ich hoffe, unseren Zuschauern, ja, dass sie folgen konnten und auch ein bisschen Einblicke bekommen haben, mit welcher Thematik wir es hier zu tun haben. Und da sie wirklich sehr breit aufgestellt ist und du da eine Quelle an Informationen bist, also wirklich ein ganz toller Mensch mit sehr viel Expertise im Bereich, würde ich tatsächlich sagen, wir machen dann noch eine zweite Folge und reden dann einfach so lustig weiter, wie wir das jetzt hier gestartet haben, wenn du einverstanden bist. Ja, sehr gerne. Ich denke, es macht auch Sinn, vielleicht den Zellstoffwechsel noch mal so ein bisschen anzuschauen, weil ich denke schon, es gibt ganz, ganz viel Gewissheit auch, dass eben solche, sage ich jetzt mal, natürliche und Basis, Unterstützung, die ich mir jeden Tag geben kann in Form der Selbstliebe, uns wirklich hilft, gesund, kräftig und auch ja, stark und voller Liebe durchs Leben zu gehen. Und das finde ich einfach wichtig, weil ich glaube nicht, dass wir zu viel komplizierte Geschichten brauchen, sondern wir brauchen oft einfache Sachen, wie ich auch ein bisschen gehört habe letztes Mal, wie die Menschen auf Ibiza, die suchen Ruhe und wollen die Füße in den Sand stecken. Ich finde das super schön, diese Metapher. Ja, sie Das suchen ist genau auch das, genau das. andere Richtig. Dinge, Man kann aber die das Ruhe gehört auch in dazu. einer Stadt haben und da braucht es halt ein paar Unterstützungen und vielleicht eben auch Gewissheit. Und Kenntnis davon, Das wie wollte ich sagen. es Erstmal die funktioniert. Wahrnehmung und die Achtsamkeit für dieses Thema sich aufzubauen. Sehr gerne hier weitere Informationen zu geben und darüber zu reden mit dir, weil ich glaube, das hilft den Sehr Menschen gerne. sehr. Ich bin auch mit der Erde sehr verbunden und ich glaube, dass viele Menschen, die alle so engagiert sind im Umweltschutz, im Naturschutz, in der Ökologie, auch die Klimabewegung ist ja im Grunde eine Liebe zur Natur, zur Erde. Ja, weil da kommen wir her, aus der Erde sind wir gekommen und da werden wir auch wieder zurück hineingehen. Und dass deswegen dieses Thema Earthing, Erdung, diese Verbindung, dieser Ausgleich, dass einfach das frei fließen kann, so essentiell wichtig ist wie Wasser und Nahrung und Atmen. Ich glaube, da haben wir heute einen ganz guten Stein ins Rollen gebracht, damit so ein bisschen so mehr Bewusstsein zu schaffen und wie jeder individuell danach ja da seine Lösungen oder seine Wege gehen möchte, das ist ja jedem frei überlassen. Genau. Unbedingt. Aber das die Dann Möglichkeit schaffen. Sehr, sehr gerne. Mache ich sehr gerne. Freue ich mich auf unser nächstes Treffen. Wir werden das ankündigen, wann wir uns da verabreden.
Und ja, ich hoffe, die Zuschauer sind bis hier dabei geblieben oder sie sind schon rausgerannt und haben gerannt und haben sich die Hände auf die Erde gelegt. Und das wäre natürlich auch ein tolles Resultat. Um das geht es ja, dass wir auch die Leute dazu bringen, ein bisschen in andere Richtungen zu denken und sich auch zu bewegen. Abseits vom Mainstream und als kleine unabhängige Zeitung haben wir eben die Freiheit und die Möglichkeiten, auch unabhängig von den großen kontrollierten Massenmedien auch Themen aufzugreifen. In diesem Sinne, ganz lieben Dank. Danke dir ganz herzlich. Und hasta muy pronto, wie man Und sagt im runter Spanischen. in die Hasta muy pronto. Tschüss. Hallo.